Willkommen zur zweiten Runde Fit zu Hause, Sport mit Haushaltsgegenständen. Wir fangen erstmal wieder mit der Erwärmung an und dafür laufen wir erstmal am Platz. Arme schwingen, schön mit, Knie schön weit nach oben nehmen. Und die Füße gehen allmählich auseinander, die Ellenbogen dürfen sich gerne auf der rechten Seite beginnen, Gewicht verlagern und die Zehenspitzen tippen auf mit dem anderen. Arme bleiben neben euch und ihr kreist die Schulter nach hinten. Und dann den Ellenbogen mitnehmen. Und der gesamte Arm wird nach hinten gekreist. Den Arm über den Kopf. Der Kopf darf ich gerne mit zur Seite neigen, dass euer Oberkörper schön lang wird. Und nach vorn boxen. Die Arme gehen nach unten neben euch, schwingen erstmal vor zurück und dann die Fersen nach hinten zum Gesäß ziehen. Die Ellenbogen auf Schulterhöhe nach hinten, so dass ihr merkt, dass sich eure Schulterblätter zusammenziehen. Und wieder nach unten, hinten mit gestrecktem Ellenbogen. Nochmal die Ellenbogen auf Schulterhöhe nach außen und dann abwechselnd die Arme strecken und wieder beim nächsten Mal die Ellenbogen gebeugt lassen. Zweimal noch und dann die Arme wieder nach unten und am Platz laufen. Arme pendeln wieder schön, Knie mit nach oben ziehen. Und wieder in der Schrittstellung ein bisschen breiter werden und kurz halten. Die rechte Hand geht zum linken Knie, die linke Hand zum rechten Knie. Wir beginnen mit der rechten Hand zum linken Knie. Geht los. Jede Seite noch einmal und dann nach hinten zur Ferse. Rechte Hand zur linken Ferse, linke Hand zur rechten. Ihr macht erstmal weiter. Bei der nächsten Variante geht ihr dann zweimal mit der rechten Hand, mit der Hand zum Knie und dann zweimal nach hinten zur Ferse. Wir beginnen wieder mit der rechten Hand zum linken Knie. Geht los. Und dann die andere Seite und nach hinten zur Ferse. Einmal Knie, zweimal Knie, einmal Ferse, zweites Mal Ferse. Genau. Zwei Runden noch. Und die letzte Runde. Und wieder am Platz laufen. Zum Schluss nochmal die Füße ein wenig nach außen. Ruhig die Knie dabei beugen und immer ein Bein abheben. Ellenbogen schwingen mit, Schultern sind hinten unten. Wieder zusammen.
zweimal das Ganze nochmal, wieder nach außen, wieder leicht in die Knie und wieder nach oben kommen. Eine letzte Runde, wieder nach außen. Zusammen und lockern. Das heutige Thema sind Hanteln oder der haushaltsübliche Ersatz Wasserflaschen. Das Schöne an den Wasserflaschen ist, wenn es euch zu schwer wird, einfach eurem Körper was Gutes tun, Schluck trinken, wird es leichter. Sinnvoll wäre dann aber aus beiden Flaschen was zu trinken. Wir fangen im Stehen an. Ihr habt in jeder Hand eine Wasserflasche. Knie sind leicht gebeugt und ihr nehmt die Schrittbreite etwas weiter. Noch weiter in die Knie gehen, eure Ellenbogen sind gebeugt, ihr federt in den Knien und die Arme nach außen drehen und wieder von zusammenführen. Das Ganze noch ein paar Mal wiederholen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Arme dürfen zwischendurch immer gerne pendeln. Und wieder in die Knie gehen. Bauch dabei immer schön einziehen. Gesäß anspannen. Auch die Beine etwas nach außen spannen. Damit kommt das Gewicht auf die Außenkanten eurer Füße. Eure Arme sind wieder in U-Halter. Ihr nehmt sie nach oben zusammen, kommt hoch, Arme gehen runter und wieder von vorne. Schön die Arme nach oben strecken, dabei aber die Schultern hinten unten lassen und nicht zum Ohren nach oben ziehen. Genau. Bei den nächsten drei Rouge noch etwas tiefer gehen. Letzte. 5, 4, 3, 2, einer noch und wieder locker. Beine ruhig auch mal mit lockern. Wieder leichte Schrittstellung, Knie wieder leicht beugen, nach außen spannen. Bauch einziehen. Die Arme sind nach vorne gestreckt, so dass die Handflächen nach vorne schauen und Ellenbogen beugen und strecken. Schultern schön hinten unten lassen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Rechts bleibt gebeugt, links bleibt gestreckt und wechseln. Dabei Rouge in den Knien wieder mit Federn. Letzten 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Das Gewicht auf das rechte Bein. Die rechte Hand geht mit der Hantel ungefähr auf Schulterhöhe nach oben. Das linke Bein ist gestreckt und beides wird in der Luft gefedert. Ruhig den Fuß mit ranziehen. Der linke Arm hat Pause. Langsam lösen. Seite wechseln. Gewicht auf links. Rechtes Bein ist in der Luft und beides wird wieder hoch und runter. Und wieder locker. Gewicht wieder nach rechts. Und dann den rechten Arm und das linke Bein abheben, so weit wie ihr es schafft. Und wieder nach unten. Letzten 4, 3 und einer noch und
absetze. Andere Seite, Gewicht auf das linke Bein, linken Arm und rechtes Bein abheben, soweit ihr es schafft. Letzten zwei und absetzen. Wieder Gewicht auf rechts, rechten Arm auf Schulterhöhe, linkes Bein ist abgehoben und beides wippt nach hinten. Und locker. Seite nochmal wechseln. Linkes Bein hat das Gewicht, Knie leicht beugen. Und linker Arm, rechtes Bein wippt nach hinten. Und wieder locken. Eine noch. Rechter Arm ist hinten. Gewicht auf rechts, linkes Bein in der Luft. Ihr führt beides zusammen. Arm nach oben, Bein nach hinten. Wieder nach vorn zusammenbringen. Letzten vier, drei, zwei und wechseln. Linken Arm über den Kopf, rechtes Bein in die Luft, wieder zusammenführen, öffnen und schließen. Und dann wieder die letzten 4, 3, 2, 1, locker. Ihr verlagert das Gewicht wieder auf das rechte Bein. Das linke Bein geht nach vorn mit dem rechten Arm und dann im Schwingen wechseln. Etwas langsamer werden und auch im Knie etwas tiefer und dann die Zehenspitzen nach hinten aufstellen und das rechte Bein geht in eine Kniebeuge. Noch 3, 2, 1 und locker. Seitenwechsel. Das Gewicht auf die linke Seite. Das rechte Bein geht nach vorne mit dem linken Arm. Und erstmal wieder schwingen. Sollte euch auffallen, dass ihr auf einer Seite besser steht als auf der anderen. Das ist vollkommen normal. Jeder hat so seine Lieblingsseite. Und ihr werdet wieder langsamer und geht wieder weiter nach hinten. Und die Zehenspitzen setzen auf und das linke Bein geht im Knie wieder in eine Kniebeuge. Noch 3, 2, 1 und lockern. Und wie ihr seht, wir sind auch nicht alle ganz standfest. Nochmal das Gewicht auf die rechte Seite. Beide Arme sind auf der rechten Seite nach oben genommen. Und dann die Arme fallen lassen und das Knie mit nach oben nehmen. Ihr werdet wieder langsamer und größer und setzt die Zehenspitzen wieder mit auf, Handbrust und ein bisschen Gewicht auf die linke Seite nehmen. Noch 2 und locker. Letzter Seitenwechsel. Gewicht auf die linke Seite, beide Arme sind links. Ihr lasst die Hände wieder fallen und nehmt das Bein mit nach links vorne.
und wieder langsamer werden. Zehenspitzen mit aufstellen. Gewicht ruhig wieder draufbringen und Knie ein Stück mit hochziehen. Letzten zwei und Pause. Ruhig mal Flaschen abstellen. Zum Schluss wieder einmal eine kleine Dehnung, heute etwas anders. Als Medium nehmen wir uns heute eine Mineralwasserflasche mit 1,5 Litern, gut gefüllt am besten. Es geht los auf der Matte. Ihr könnt euch für zu Hause natürlich auch eine Decke nehmen oder wenn ihr schon einen weichen Teppich habt, dann könnt ihr die Matte natürlich auch weglassen. Ist aber für die Füße und für den ganzen Ablauf etwas angenehmer. Ihr nehmt die Flasche rechts und links fest in der Hand, verschränkt die Finger miteinander, lasst die Arme schön nach unten baumeln, die Knie leicht gebeugt. Die Füße sind so breit auseinander, am besten so weit wie die Matte ist, beziehungsweise leichte Grätsche. Ihr streckt jetzt die Arme über Kopf bis nach hinten, holt schön aus, ganz weit und dann mit Schwung zwischen die Beine durchschwingen, mit Schwung wieder nach oben, weit ausholen und das noch ein-, zweimal. Nochmal nach unten und oben. Und beim nächsten Mal bleiben wir unten, lassen die Arme locker auspendeln. Und dann legen wir die Flasche für quer vor uns auf den Boden. Die Hände sind rechts und links flach aufgelegt. Die Füße laufen nun nach hinten auf der Matte und die Hände laufen nach vorn, bis ihr wieder im Liegestütz angekommen seid. Lasst die Knie nun nach unten auf der Matte ab und schiebt euch über den Stütz nach vorn, schaut schon geradeaus und lasst den Bauch einmal durchhängen nach unten. Sofern es schmerzfrei ist, könnt ihr so weit gehen, wie es geht und vielleicht sogar das Becken ablegen auf der Matte. Dann geht es langsam wieder nach hinten, der Po wird auf die Fersen gelegt, die Arme landen auf der Flasche drauf, rechts und links, der Kopf geht zwischen die Oberarme dazwischen. Und dann könnt ihr über die Fingerspitzen auf der Flasche mit den Unterarmen leichte Schübe nach vorne geben, um die Brustwirbelsäule noch etwas intensiver zu mobilisieren. Ihr könnt auch gern die Handflächen noch zur Decke hochdrehen, dann ist es noch etwas intensiver. So, 5, 6, 7 Mal kurze kleine Schübe. Und dann lösen. Ihr geht wieder über den Handstütz in den Vierfüßlerstand. Die Flasche legt ihr nun für längs zu euch. Die Hände stützen etwas weiter davor auf. Achtet darauf, dass die Kniegelenke unter den Hüften sind und auch hüftbreit auseinander. Die Stirn ist jetzt parallel zum Fußboden. Ihr legt zunächst den rechten Unterarm locker auf die Flasche drauf. Rollt dann mit der Flasche und dem Unterarm unter dem linken Arm durch, so weit wie es geht. Ja, dann könnt ihr auch hier noch so zwei, dreimal schieben. Geht wieder zurück und im gleichen Ritt rausdrehen. Und auch hier oben wieder kurz, kurz, kurz. Und dann geht es langsam wieder zurück. Geschmeidig drüber rollen. Langsam noch ein paar Pushs. Zwei, drei Stück. Und dann noch einmal seit aufdrehen. Kurz, kurz, kurz. Das gleiche jetzt für die linke Seite. Die rechte Hand stützt. Da legen wir Unterarm liegt locker drauf. Gleiches Spiel nochmal. Langsam unten durchrollen. Fingerspitzen schieben, wieder in kleinen Schüben. Zwei, dreimal seitlich. Es geht langsam zurück. Seitlich aufdrehen. So weit wie es geht, schaut der Hand auch hinterher. Halswirbelsäule mit dabei. Und dann geht es langsam wieder auf die Flasche. Unten durch. Letzte Runde. Kurz. Kurz, kurz und dann wieder langsam aufdrehen. Hand hinterher schauen und ganz kurze Push auch hier wieder. Es geht wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Stellt nun den rechten Fuß hinter die rechte Hand, linken Fuß hinter die linke Hand, Po nochmal schön hochschieben und dann rollt ihr euch langsam hoch, bis ihr wieder oben angekommen seid und das Ganze schön langsam, dass euch nicht schwindelig wird. Und wir hoffen, dass auch diese Dehnung euch wieder etwas Mut gemacht hat aufs nächste Mal, nachdem die Schultern jetzt so durchtrainiert worden sind mit den Flaschen. Viel Spaß!